Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Hunde. Am Berg definitiv ein strittiges Thema und genau deshalb möchte ich heute wichtige Verhaltensregeln, Tipps und eine wichtige Bitte an alle Hundefreunde und Hundefeinde loswerden, damit wir alle am Berg sicher und entspannt unterwegs sind. Am Berg erwartet man sich Ruhe, Abenteuer, Einsamkeit, aber sicherlich keinen Biss in die Wade oder nerviges Gekläffe. Deshalb gehen oft die Wogen hoch, wenn Bergsteiger mit Hunden unterwegs sind, die einfach nichts am Berg verloren haben. Jedoch ist die Sache mit den Hunden nicht so einfach. Natürlich will man, wenn man einen Hund hat und rausgeht, diesen auch mitnehmen, damit er nicht allein ist und vor allem die erforderliche Bewegung kriegt. Trotzdem muss der Hund die notwendige Disziplin für dieses Vorhaben haben. Disziplin, die letztlich vom Hundehalter ausgeht. Denn ohne erzogenen Hund wird das Abenteuer entweder anstrengend oder sogar gefährlich. Immer wieder sieht man unerzogene Hunde mit in den Bergen. Und das ist für andere Bergsteiger tatsächlich ein Problem. Denn nicht jeder erwartet einen bellenden Hund um die Ecke oder einen freilaufenden Störenfried im ausgesetzten Gelände. Deshalb gilt es grundsätzlich, den eigenen Hund unter Kontrolle zu haben und nur dann auf anspruchsvolle Bergtouren mitzunehmen, wenn er keine Gefahr darstellen kann. Trotz aller Disziplinen gibt es aber Grundregeln, die ein Miteinander zwischen fremden Menschen, einem selbst und nicht zuletzt dem Hund, die Situation deutlich entschärfen und gemütlicher gestalten können. Natürlich ist es schön, wenn der Hund frei herumlaufen kann, wie er will. Das erfordert aber die notwendige Gutmütigkeit des Hundes. Ein verängstigter Hund kann andere Leute erschrecken, was, hart gesagt, am Berg niemand gebrauchen kann. Deshalb sollten 99% der Hunde am Berg an die Leine. Natürlich gibt es Hunde, die auch ohne Leine sehr selbstständig und verlässlich unterwegs sind, aber gerade am Anfang der Bergkarriere aller Vierbeiner sollte eine Leine ein Muss sein. Je kürzer die Leine, desto sicherer ist man unterwegs, aber desto weniger Flexibilität ist möglich. Im Zweifelsfall, wenn man nicht gut einschätzen kann, wie sich der Hund gegenüber anderen Bergsteigern verhält, sollte man aber die sicherere Methode mit einer kurzen Leine wählen, um im Ernstfall eine schnelle Kontrolle über den Vierbeiner zu haben. Bei anstrengenden Bergtouren, gerade im Hochsommer, braucht ein Hund sehr viel zu trinken. Wie viel genau, hängt natürlich immer von der Rasse und dementsprechend von der Größe des Hundes ab. Am besten man nimmt mit, was der Hund über den ganzen Tag zu Hause trinken würde. Das ist dann bei kurzen Touren eventuell zu viel, aber definitiv besser als zu wenig, da die Flüssigkeit ein wichtiger Motor für die Hunde ist und viele Hunde bei Überhitzung einen Hitzestreik einlegen und dann ist Tragen die letzte Option, während der Hund unter der Hitze leidet. Also ausreichend Flüssigkeit mitnehmen. Hunde gehen selten ins Fitnessstudio, aber trotzdem sollten sie bereits vor der ersten Bergtour absolut gesund und fit sein. Sehr alte oder stark übergewichtige Hunde haben in den Bergen einfach nichts verloren. Da ist der Anspruch einfach viel zu hoch und das stellt eine Gefahr für Mensch und Hund dar. Sehr alte Hunde sind häufig nicht mehr so ausdauernd und vielleicht schon etwas ungeschickt, was Abstürze wahrscheinlicher macht. Übergewichtige Hunde überhitzen noch schneller und sind kaum für längere Touren zu gebrauchen. Außerdem sind hier Bergtouren auch gelenkschädigend. Im Klartext bedeutet das, dass dein Vierbeiner die angepeilten Strecken auf jeden Fall in der Ebene schaffen muss, bevor man ihm einen Berg zutraut. Grundsätzlich kann man es aber wie beim Menschen halten, indem man klein anfängt und sich langsam steigert. Wo man nicht klein anfangen sollte, ist bei der Rasse. Zwergspitz, Chihuahua oder Yorkshire Terrier haben am Berg in der Regel keine guten Karten. Sie müssen unendlich viele Schritte machen und sind demnach auch deutlich schneller müde. Daher spielt die Rasse eine Rolle, wenn es um die Bergtour geht. Denn ein Border Collie, Schäferhund, Husky oder Australian Shepherd sind bewegungsfreudig, nicht ganz so klein und in der Regel motiviert, solche Abenteuer zu meistern. Solche Hunde eignen sich grundsätzlich sehr für das Bergsteigen, weil es auch ausreichend Bewegung für den Hund liefert. Natürlich sind aber deshalb andere Hunderassen nicht unbedingt ungeeignet. Man sollte nur den Anspruch der Tour etwas an die kleinere Hälfte anpassen, da man sonst eben geneigten Hauptes oftmals wieder umkehren muss. Auch große Hunde muss man hier etwas vorsichtiger behandeln. Mastiff, Leonberger, Bernhardiner und Neufundländer sind behäbig und gemütlich, was manchmal dazu führen kann, dass der Hund vorzeitig die Tour an Ort und Stelle beendet und eine Rast einlegt. Damit muss man dann natürlich erstmal leben, was manches Abenteuer mühselig gestalten kann.
Die Weide ist zu 100% ein Anlass für die Leine. Selbst wenn der Hund immer ohne Leine unterwegs ist, spätestens jetzt sollte sie ausgepackt werden, da auf der Weide das größte Gefahrenpotenzial für Mensch und Tier besteht. Hier wird's jetzt ernst. Auf einer Weide oder ganz allgemein überall, wo Kühe stehen könnten, ist die Leine absolute Pflicht. Jedes Jahr passieren Unfälle zwischen Wanderern und Kühen und manchmal sind auch Hunde in die Sache involviert, was immer mehr Bauern zur Sperre ihrer Wege veranlasst. Das muss einfach nicht sein. Wenn der Weg direkt durch eine Kuhherde verläuft, sollte man einen großräumigen Bogen mit dem Hund um sie machen. Wenn das nicht möglich ist, hat man keine andere Wahl, als abzuwarten oder umzukehren. Hier sind die Tiere einfach zu unberechenbar. Und auch alle, die ihre Hunde sehr gut kennen, haben hier einfach keine Idee, welche Dynamiken zwischen den unterschiedlichen Tieren entstehen können. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, als ich noch mit Hund in den Bergen unterwegs war. Die Kühe sehen von der Weite den Hund und umgekehrt. Die Hündin wurde nervös, weil sie Angst vor den Kühen hatte und wurde hektisch. Daraufhin wurden auch die Kühe nervös und hektisch und so schaukelt sich die Situation dann letztlich schnell auf. Deshalb lieber auf 10 Nummern sicher gehen, bevor irgendwas passiert. Neospora canino. Schon mal gehört? Wenn nicht, dann jetzt aufpassen. Das ist nämlich ein Parasit, der als Endwirt unter anderem Hunde hat. Mit den Ausscheidungen des Hundes entdeckt auch Neospora caninum wieder das Licht der Welt, was zu einem Problem wird. Denn wenn Kühe, Schafe und Co. diese Ausscheidungen zu sich nehmen, tragen sie auch wieder diesen Parasiten mit sich umher, was wiederum zu Aborten bei den Tieren führen kann. Er hat also einen direkten negativen Einfluss auf dann den Lebenszyklus der Weidetiere. Jetzt muss man sich also wirklich fragen, will man den Tieren, also den Kühen und Schafen, schaden? Und will man letztlich auch dann für die Probleme, die dann am Ende auch der Bauer damit hat, verantwortlich sein? Ich denke nicht. Deshalb sollte der Code auf jeden Fall wieder eingesammelt werden. Neben der Leine sollte man natürlich auch andere Ausrüstung mit sich führen, damit die Bergtour reibungslos verläuft. Dazu zählt neben der Leine und dem Wasser auch ein Napf für das Wasser, eine Notfallapotheke auch für den Hund, vielleicht ein kleiner Snack und eine gute Möglichkeit, die Leine auch irgendwie zu befestigen. Eine gute Lösung dafür ist nämlich ein Klettergurt, gerne auch in abgespeckter Variante ohne die Beinschlaufen, an dem die Leine dann befestigt werden kann. So hat man auch mal beide Hände frei und den Hund unter Kontrolle. Ein weiterer kleiner Zusatz, der auf Bergtouren mit Hund wichtig sein kann, ist ein Halsband oder ein Anhänger mit einer Telefonnummer, Adresse oder anderweitigen Kontaktmöglichkeiten. Nicht selten passiert es, dass ein Hund verloren geht, sich verläuft, abstürzt und so weiter. Dann ist es natürlich wichtig, dass man den Hund zuordnen kann und vielleicht auch wieder mit dem Besitzer vereinen kann. Da Hunde heute ein Bestandteil des Bergsteigens sind, egal ob man will oder nicht, sollte das richtige Verhalten gegenüber fremden Hunden auch nicht ganz fremd sein. So kann man sich vor unangenehmen Situationen schützen, wobei hier ähnliche Regeln wie beispielsweise in der Stadt gelten. Am Berg sind diese Regeln aber eigentlich noch wichtiger, da eine falsche Reaktion zu Verletzungen führen kann, die schneller behandelt werden müssten, als eine Bergrettung letztlich da sein kann. Und auch das Absturzrisiko erhöht sich deutlich. Deshalb hier jetzt noch meine drei wertvollsten Tipps. Erstens, nicht in Panik verfallen. Läuft ein Hund auf dich zu, ist das erstmal kein Zeichen für eine aggressive Handlung des Hundes. Er könnte neugierig sein, spielen wollen oder vielleicht auch einfach an einem vorbei wollen und was ganz anderes im Blick haben. Also erstmal ganz ruhig bleiben. Tut man so, als wäre der Hund nicht da, empfindet das ein aufdringlicher Hund erstmal als, naja, langweilig. Was schon mal gut ist. Merkt man, dass der Hund keine gute Laune mitgebracht hat und ein Besitzer weit und breit fehlt, gilt es stehen zu bleiben und Augenkontakt zu vermeiden. Zweitens, kein Held sein. Ein Hund kann äußerst gefährlich sein, wenn er sehr groß ist. Deshalb sollte man nicht anfangen, ihn zu reizen, anzuschreien oder zu glauben, man könnte ihn verscheuchen. All das gibt einem Hund Anlass, einen im negativen Sinne interessant zu finden. Drittens, ein Sicherheitspolster überlegen. Merkt man, dass ein Hund aggressiv ist und nicht von einem abweichen möchte, was übrigens äußerst selten vorkommt, wenn man sich richtig verhält, dann sollte man dem Hund was zu beißen geben, was nicht der eigene Körper ist. Tut nämlich weh. Beißt ein Hund zu, sollte man den Rucksack, Stöcke oder ähnliches als Barriere zwischen einem selbst und dem Hund bringen. Das bringt Zeit und die kleine Chance, dass der Hund damit glaubt, sein Ziel erreicht zu haben. Eventuell wendet er sich sogar ganz ab. Wie realistisch das ist, hängt natürlich vom Hund und der Situation zusammen. Grundsätzlich sind Hunde keine Menschenfresser, auch nicht, wenn sie nicht angeleint sind. Gerade freilaufende Hunde sind entweder sehr freundliche Hunde oder haben einen sehr rücksichtslosen Besitzer. In den Bergen wird Letzteres in Sachen Aggressivität nicht so häufig vorkommen, deshalb keine Panik.
Wichtig ist auch, die Hundehalter hier in die Verantwortung zu nehmen. Ein guter Hundehalter hat den Hund unter Kontrolle und der Hund agiert in keinster Weise verunsichernd auf andere Bergsteiger. Erst dann sollte man mit den Hunden auch in die Berge. Achtung, jetzt kommt meine persönliche Meinung. Hunde haben am Berg nichts verloren, es sei denn, alle halten sich an gewisse Spielregeln. Der Hund sollte erzogen sein, der Hundehalter aufmerksam, die richtige Ausrüstung mitgeführt werden und der Berg nicht als Spielplatz für den Hund betrachtet werden. Dann sind Hunde eine coole Begleitung. Selbst bin ich aus praktischen Gründen schon länger nicht mehr mit Hund am Berg unterwegs, aber trotzdem freue ich mich immer wieder über eine Begegnung mit einem netten Vierbeiner im Gebirge. Man sollte sich also mit einseitiger Kritik an der Sache bitte zurückhalten. Es gibt immer Hundehalter, die sehr gewissenhaft mit dem Thema umgehen und sich um ihre Hunde gut kümmern. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal dem Andreas danken, der extra für dieses Video hier die passenden Clips als Beispiele gedreht hat. Ein Beispiel für ein großartiges Team am Berg übrigens. Wie immer freue ich mich, wenn euch das Video gefallen hat über Unterstützung, über Banküberweisung oder PayPal. Ich kann nur kostenlos sein, weil ihr es möglich macht und dafür danke ich euch wirklich sehr. Außerdem kann ich euch nur empfehlen, Themenvorschläge in die Kommentare zu schreiben, denn unter anderem dieses Video beispielsweise ist durch einen eben solchen Themenvorschlag entstanden. Ihr seht also, ihr bestimmt die Themen maßgeblich mit. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!